Es ist offensichtlich und wissenschaftlich bestätigt, die Erdfrequenz erhöht sich messbar, hat sich in den letzten 25 Jahren über 50% erhöht und wird sich auch in der nächsten Zeit immer mehr erhöhen. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, wie du deine eigene Frequenz auf die Erdfrequenz einstellen kannst, denn dies geschieht nicht automatisch. Du erfährst alles Wichtige jetzt gleich in meinem Video. Ja, und jetzt gehen wir gleich ganz intensiv in dieses wundervolle Thema hinein. Die Erdfrequenz hat sich erhöht und es ist wissenschaftlich bewiesen. Ihr findet auch einen Link unter dem Video, wo ihr es selbst nochmal lesen könnt. Und herzlich willkommen bei Smarana. Schön, dass ihr da seid und dass ich mit euch die neuesten Nachrichten heute teilen kann. Also, die Wissenschaft hat festgestellt, dass sich die Erdfrequenz von 8 Hertz ungefähr 8 Hertz auf 12 Hertz erhöht hat in den letzten 25 Jahren. Und wir wissen ja, dass diese Kurve steil nach oben verläuft. Und das heißt also, es wird in Zukunft auch schneller gehen, diese Entwicklung. Das heißt auch, wenn wir vergleichen 8 Hertz zu 12 Hertz, das sind 50% Erhöhung. Und das ist eine große, große Zahl. Und es hat auch was für unsere eigene körperliche Energie zu bedeuten, denn viele, viele, viele von uns sind sehr feinfühlig und spüren diese Frequenzerhöhung. Und jetzt ist es nötig, dass wir uns energetisch an diese Frequenzerhöhung anpassen, damit es leichter wird. Denn wenn man sich nicht angepasst hat, sind diese Energien sehr stark fühlbar. Es beginnt daran, dass wir feststellen, die Zeit vergeht so schnell, man kann es gar nicht fassen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht. Wir kennen ja dieses Phänomen schon länger. Was noch auftreten kann, das sind einfach Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Unwohlsein. Das ist etwas, weil der physische Körper, der kann sich nicht von alleine anpassen auf die Ausdehnung des Lichtkörpers und dadurch entstehen diese Spannungen. Und wir bekommen am Ende des Videos eine wundervolle Hilfestellung von Andromeda, eine Lichtkammer von Andromeda, die wir besuchen und dort uns ausdehnen und anpassen können, damit wir leichter durch diese Zeit hindurchkommen. Denn die Galaktische Föderation, sie sagt, es wird jetzt schneller gehen. Also die Energien werden sich, die Frequenzen noch mehr und noch schneller erhöhen. Und damit wir gut da durchkommen, ist es einfach nötig, energetisch was zu tun. Und das ist jetzt die Hilfestellung, die wir nachher gleich bekommen werden. Normalerweise können Menschen alle Töne, die unter 20 Hertz sind, nicht wahrnehmen mit ihren normalen Sinnen. Jetzt gibt es natürlich auch viele Menschen, die spirituell schon sehr weit ausgebildet sind und die in ihrer Wahrnehmung sehr hoch sind. Das heißt, diese Menschen werden den Erdton hören. Und zwar geht es in dem Moment, wenn man in der Lage ist, in den Alpha- oder Beta-Zustand einzutauchen, zum Beispiel in einer ganz tiefen Meditation. Und in dem Moment hört man dann einen surrenden Ton, so einen gleichmäßig surrenden Ton. Ich kenne das sehr gut, denn öfters nehme ich diesen Ton wahr und in dem Moment bin ich jedes Mal so froh, ihn zu hören, weil ich weiß, dass ich dann ganz eng mit Mutter Erde verbunden bin. Und was noch schön ist, diese Ausdehnung von Mutter Erde, diese Frequenzerhöhung, ermöglicht es uns auch, die Botschaften von Mutter Erde leichter zu empfangen. Also es ist ja schon wichtig, finde ich, dass man auch weiß, wie sich Mutter Erde fühlt und was wir vielleicht noch tun können, damit es leichter für uns alle wird. Also das sind schöne Dinge, die hier passieren und uns die Möglichkeit geben zu kommunizieren. Was auch wichtig zu wissen wäre, ist, dass diese 12 Hertz, die im Moment die Ausdehnung ist, dass diese 12 Hertz im kollektiven Bewusstsein wirken. Das heißt also, über diese Frequenzschwingung wird es den Menschen unbewusst bewusst, sich
auf andere Dinge als das normale Leben zu konzentrieren, nämlich auf den Weg des Erwachens zu gehen und dort festzustellen, dass es noch viel wichtigere Dinge gibt, die sie noch gar nicht wissen. Also der Weg des Erwachens wird dadurch ein bisschen angekurbelt bei allen Menschen, und zwar im Unterbewusstsein. Und diese Korrespondenz zwischen der Erdfrequenz und dem Unterbewusstsein ist für die ganze Menschheit eine ganz, ganz, ganz große Chance. Und wenn man dran denkt, dass die Galaktische Föderation sagt, es wird jetzt in Zukunft schneller gehen. Wir werden die Energien noch mehr anheben können, natürlich mit unserer Hilfe zusammen. Dann heißt das auch, dass der Aufwachprozess bei den Menschen, der Erwachensprozess, schneller vorangehen wird. Und das ist genau das, was wir uns ja so sehr wünschen. Wer noch mehr über Andromeda erfahren möchte, der kann unten auf den Link mal klicken, denn es gibt auch eine Andromeda-Schule, wo wir ganz tief in diese Energien und Botschaften eintauchen. Einfach nur, um unser Bewusstsein zu erhöhen und up-to-date zu sein. Denn wer jetzt dies nicht tut, wer jetzt nicht beginnt, seine Energiefrequenz anzuheben und anzupassen, der fühlt sich niedergeschlagen und müde. Ihr kennt es vielleicht, besonders hochsensible Menschen kennen dieses Gefühl, wenn die Energie auf einmal so schwer auf einen lastet und man gar nicht weiß, was man tun soll. Und es birgt auch die Gefahr, dass man schneller altert, wenn man dies nicht tut, also weil man dann dadurch in der niederen Frequenz bleibt, und da altert man sowieso schneller. Und je mehr wir beginnen, uns in die höheren Frequenzen zu begeben, umso länger erhalten wir unsere Lebenskraft, unsere Ausstrahlung und unser ganzes Wissen. Es darf sich alles erweitern und erhöhen. Und das sind wundervolle Nachrichten, und das werden wir jetzt gleich anschließend tun, wenn wir in die Lichtkammer von Andromeda eintauchen, denn dort bekommen wir ganz wichtige Unterstützung. Und wir werden auch innerhalb der Botschaft noch neue Informationen bekommen, was die Galaktische Föderation für uns tut, ihr Lieben. Viele von euch kennen vielleicht auch die Schumann-Resonanz. Und dort kann man tatsächlich auch messen, dass in den letzten 25 Jahren diese Resonanz angestiegen ist. Also sie ist einfach, hat sich konsequent erhöht. Und wenn man jetzt Messungen durchführt auf der Erde in verschiedenen Ländern, hat man Unterschiede festgestellt. Man hat einfach festgestellt, dass es Länder gibt, wo diese erhöhte Frequenz höher ist als in anderen Ländern. Das hängt damit zusammen, dass in diesem Land, wo es höher ist, ein höherer Bewusstseinszustand des Kollektivs zu finden ist. Und das ist eine sehr schöne Nachricht auch, weil ja wir dadurch erfahren, viele Menschen sind auf dem Weg zum Erwachen. Zum Beispiel Kanada hat eine sehr hohe Frequenz. Ja, und dann lade ich euch jetzt ein, zu dieser Botschaft von Eraon, dem Kommandeur der Friedensflotte von Andromeda. Und er wird uns in diese Lichtkammer führen, er wird uns regenerieren und anpassen, und wir werden ganz viele schöne Erlebnisse dort haben. Ich sprühe mich schon mal ein mit der Sternensaat, mit dem Sternensaat-Aura-Spray, und schicke euch auch ein bisschen Energie rüber. Ich wünsche euch gleich ganz viel Freude dabei. Genießt das, was jetzt geschieht. Geliebte Wesen der Erde, geliebte Menschenfamilie, ich begrüße euch mit dem Segen. Ich bin Eraon, Kommandant der Galaktischen Friedensflotte von Andromeda. Ich komme heute zu dir mit einer Botschaft der Hoffnung und der Liebe. Voller Freude bestätigen wir, dass sich die Erdfrequenz erhöht hat und wir zusammen mit dir
bereits Großes bewirkt haben. Es ist nun offensichtlich und durch Messungen können wir bestätigen, dass sich die Erdfrequenz erheblich gesteigert hat. Wir gehen von einem Wert von ca. 50% aus. Dies ist ein sehr großer Schritt und wir sind sehr stolz auf euch. Denn jetzt ist es an der Zeit, aufzuwachen und sich bewusst zu machen, wer du wirklich bist. Ihr seid unendliche Wesen aus Licht und Liebe. Erinnert euch an eure wahre Natur und nehmt eure göttliche Kraft an. Denn gemeinsam können wir die neue Erde erschaffen. Einen Planeten des Friedens, der Harmonie und des Überflusses für alle. Wir sind eine große Familie. Und wir können alles in einer planetarischen Familie vereinen. Denn wir sind verbunden durch die gleiche unendliche Energie der Quelle. Wir sind gemeinsam dabei auf dieser großen Reise und wir werden dich niemals alleine lassen. Wir führen dich Schritt für Schritt zu deinem Ziel, zu unserem gemeinsamen Ziel, die neue Erde zu erschaffen. Habt keine Angst, alles ist so, wie es sein soll. Die Zeit ist gekommen für eine neue Ära des Friedens, der Liebe und der Einheit auf der Erde. Wir sind gerade dabei, neue Techniken für euch zu entwickeln, welche das Ansteigen der Erdfrequenz noch mehr beschleunigen werden. Wir wissen aber auch, dass dies für manche von euch große körperliche Belastungen hervorrufen könnte. Manche Menschen werden sich sehr müde oder ausgelaugt fühlen. Andere werden schneller und häufiger Kopfschmerzen bekommen. Aus diesem Grunde haben wir eine Lichtkammer auf Andromeda errichtet, welche ihr gerne besuchen könnt, um euch zu erholen. Damit ihr schon einmal spüren könnt, wie es sich dort anfühlt, laden wir dich jetzt ein, diese Lichtkammer zu besuchen. Bereite dich also auf eine interessante Erfahrung vor. Schließe nun deine Augen und atme tief ein und aus. Lausche den sanften Tönen deines Herzens und dehne dich mit dem Lichtsegen von Andromeda aus. Spüre diese Energie und erlaube dir, dich so weit fallen zu lassen, wie du kannst. Erlaube dir, dass sich dein ganzer Körper immer mehr entspannen kann und du nun die Kontrolle für diesen einen Moment deinem Herzen übergibst.
so wirst du spüren, wie dein Körper immer leichter wird und du in einem Meer aus Licht zu schweben beginnst. Das Meer des Lichtes trägt dich mit einer sanften Leichtigkeit zu der Lichtkammer hin und mit einem tiefen Atemzug gleitest du wie von allein in diese Kammer hinein und befindest dich mitten in dem hell leuchtenden, heilenden Licht dieser Kammer. Du spürst, wie ein unbeschreibliches Gefühl von Frieden und Wohlbefinden über dich kommt. Die Lasten des Alltags fallen auf einmal wie von alleine von dir ab. Und du fühlst dich wie neu geboren. Denn du wirst jetzt gerade in den heilenden Energien von Andromeda gebadet und mit neuer Kraft aufgeladen. Deine Energiefrequenz wird angepasst auf die Erdfrequenz. Dies ist ein wichtiger Vorgang. Genieße diesen Moment der Glückseligkeit und versuche, jede Art gedanklicher Kontrolle abzugeben. Versuche dich so tief wie möglich in diese heilende Lichtenergie fallen zu lassen. Denn je mehr du vertraust, umso tiefer können die Energien in dir wirken und eine große Erleichterung wird sich einstellen. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, um diese Energie zu spüren und sie in dir wirken zu lassen. Spüre die Energie von Andromeda. Lass sie durch deinen ganzen Körper und in jede einzelne Zelle fließen. Spüre, wie diese Energie dich mit neuer Kraft füllt, wie sie dich heilt und dir ein tiefes Gefühl von inneren Frieden gibt. Versuche weiterhin, alle Kontrolle loszulassen und einfach zu sein.
Vielleicht hörst du nun die Töne der Lichtfrequenz, wie sie dein Innerstes berühren und dich bereit machen, in deiner eigenen Frequenz und deinem Licht zu wachsen. Lass es ruhig geschehen, denn alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Nach einer Weile spürst du, dass es Zeit wird, wieder in deine Dimension zurückzukehren. So atme nun einmal tief ein und aus und kehre wie von alleine wieder zurück. Öffne langsam wieder deine Augen und atme ein paar Mal tief durch. Gewöhne dich sanft daran, wieder in deinem physischen Körper zu sein. Es kann sein, dass du noch eine gewisse Zeit die Nachwirkungen der Energie- und Frequenzanhebung spürst. Denn die Energien suchen sich jetzt einen Platz in deinem System. Ich bin Eraun, Kommandant der galaktischen Friedensflotte, und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir, bis wir uns wiedersehen. Sei gesegnet mit dem Licht von Andromeda, so sei es. Fühlt ihr auch diese enorme Leichtigkeit und diese große Ausdehnung? Ich fühle mich richtig gut an und ich freue mich darauf, dass die Erdenergie, die Erdfrequenz immer mehr steigen wird. Und ich freue mich auch, dass wir in unserem Prozess nicht alleine sind. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst, und wenn dir die Botschaft gut gefallen hat, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, um immer informiert zu sein, wenn die neuesten Botschaften kommen. Klicke einfach hier auf die Kugel. Und ich danke dir jetzt schon dafür. Habe eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.